Hi Kekas, ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Folge Iratus. Jawohl, das Spiel von Unfrozen. Wir machen weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar geht es jetzt fröhlich Richtung Endboss. Ich bin sehr gespannt, wie wir performen werden. Haben jetzt im nächsten Kampf den modrigen Moppy, Pustelpanther, den fauligen Flinks und Malte Maulkorb dabei. Und ich hoffe das Beste. So, Kinder noch nicht ganz feste eingeschlafen, deswegen bin ich jetzt mal gerade nicht so mega überemotional. Ne? Gucken wir mal erstmal kurz auf die Karte. Es ist ein Kampf, das ist ein Gegner dabei, den ich vielleicht kenne jetzt nur in Gold. Das kann dieser Sklaventreiber sein, dieser Anpeitscher. Und wir wollten ja dann, nicht dass ich das falsch mache, zu dem Heilbrunnen gehen. Genau. Das heißt, wir gehen danach dann nach rechts. Ein Opferaltar gibt es noch. Okay. Ja. Kriegen wir aber, denke ich mal, ganz gut hin. Ja, schauen wir mal. Okay. Ihr dürft. Ich entscheide das jetzt einfach so und leg mal los. Oh, ich muss noch meine Twitch-Überwachung einstellen. Mal gucken, ob wir es in einer Folge packen bis zum Endboss oder nicht. Ich denke, ich versuche es aber. Sollten wir hinbekommen. Jetzt fängt es an zu spinnen, okay. Ich wollte, dass ich eine kleine Story poste, Twitch. Aber ich wollte nicht. Okay. Let's go. Was soll schon schief gehen? Wir werden ja nicht wieder unseren Werwolf verlieren. Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Kerkermeister heißt es. Elite-Kerkermeister. Ist völlig legitim. Ich meine, wir könnten denen auch mal ein bisschen Angst machen, ne? Aber die haben so viel alle Verstand, außer die da hinten, ne? Ja, mit der Spitzhacke, der ist auch immer ein Riesenproblem. Wir setzen mal da die Falle hin. Verfehlt, finde ich gut. Verfehlt geblockt. Magischer Schutz. Warum sind die Sterblichen noch nicht tot? Das passt wirklich zum Mobby. Okay. Aber nur für zwei Runden. Oh, der war nice. Okay, das sind eine Menge Buffs. Ja, die Nahkampfangriffe werden abgewehrt.
Der trifft immer sie. Das ist nett. Gut, das hat erstmal durcheinander gewirbelt. Das ist schon nice. Haha, daneben. Schöner Crit. Okay, Ende. 1:0 für uns. Ich überlege gerade, ob ich nochmal zaubern soll oder nicht. Ich glaube, ich versuche es ohne. Aber geht es überhaupt? Ja, geht nicht. Dazu muss einer von meinen tot sein, damit ich ein Skelett beschwören kann. Ergibt auch irgendwie Sinn. Toll. Der macht echt so viel Schaden. Der war wichtig. Erlischt das Leben dieser Welt. Ich hoffe, es reicht, was gleich der Malte Maulkorb macht. So sehen also 1000 Jahre Evolution aus. Sehr gut. Ach, jämmerlich. Puh. Aber ich weiß, dass Moppy sich mal ausruhen werden muss. Gut, dadurch haben wir einen Humikron einen Tag bekommen und bekommen wieder diverse Dinge. That's nice. Einige sind wieder geheilt und einsatzbereit. Das kann ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Der heilt recht schnell, aber der geht auch recht schnell hops, ne? Halt, wir müssen erstmal nach den Leveln gucken. So, die Giftfalle war ja nicht schlecht. Das sind aber zwei Runden. Das sind auch zwei Runden. Das sind auch zwei Runden, wo sie das macht, okay? Das ist eine Fähigkeit, die ich wenigstens noch einsetze.
Nee. Nein. Oh, das kann sogar... Okay, wenn jemand vergiftet wird, okay. Ne, gib ihm das da. In die Schlacht mit dir. Mhm. Mach mal mehr Schaden. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Du gehst dich erstmal heilen. Bei dir geht nichts. Ab auf die Intensiv. Wir setzen dann wieder einen Ritter ein. Wir setzen Jesse ein. Und Fayette auf jeden Fall. Oh, du darfst was Neues machen. Okay. Stampfen mache ich oft. Okay, da krieg ich, das boostet mehr und er wird präziser. Dann hätte ich gerne das hier bei dir. Ja. Einmal die Initiative und die Präzision. Er muss ja auch treffen. Ganz einfach. Könnten einen unserer Lakaien direkt höheres Level geben. Aber ich denke mal, das ist auch ganz gut, wenn man was Frisches rekrutieren möchte. So, bei dir ist jetzt echt die Frage, was ich mit dir mache. Das könnte noch mal retten. Da muss ich sagen, dann nehmen wir das hier. Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Mhm. So ist es, Panther. Beweis das erstmal. Hier fügen wir mehr Glück hinzu. Okay. So far, so good. Ja, das können wir uns für einen Boss aufheben. Opferaltar, okay. Wir haben viele Lumpen. Lumpen, Knochen. Genug Knochen. Waffen können wir auch, ja. Weiß ich, wen ich opfer. Mehr Knochen für die Mühlen des Krieges. So sieht's aus. Prima. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwann mal relevant wird, deswegen sortiere ich die mal lieber sicherheitshalber. Okay. Ja, die da dürfen gehen. Oh, wir bekommen sogar noch was richtig Gutes. Ein Panzerschild. Mhm.
Ja, hallo Suaron, ich grüße dich, guten Abend. Ja, genau das. Ja, dich muss ich ja noch als Lakai erschaffen, fällt mir gerade ein. Das kommt noch, Suaron, das ich gerade eben beworben. Das ist super. Ein seltsames Glas nach einem Sieg findest du garantiert. Ein Gehirn, oh, lecker. Aber das Panzerschild ist nicht so schlecht. Ah, ich muss immer aus der Karte rausklicken. Das ist nämlich was für unseren Tank. Prima. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Wir können, glaube ich, nichts mehr ausbauen, ne? Da brauchen wir immer 50, ne? Ja, 50 brauchen wir. Fehlt uns ein einziges Baumaterialchen, um was ausbauen zu können. Und hier? Hier wird es schon richtig teuer. Okay. Da haben wir schon gut Gas gegeben. Dann gehen wir weiter auf der Karte. Der nächste Kampf steht an. Ich hoffe, dass beim Heilbrunnen so ziemlich jeder gut geheilt wird und dann haben wir auch den Boss gleich. Ups. Ja, das sollte eigentlich schaffbar sein. Das ist eine eklige Truppe, die uns da erwartet, aber die schaffen wir zusammen. Ohne Hirn, ich kann das leider nicht. Ich kann dir nur ein niedrigstufiges Gehirn geben. Ja, ich brauche doch Level. So, wir sollten jetzt versuchen, nicht so viel zu zaubern. Vielleicht das sogar ganz zu lassen. Muss ich mal schauen. Also, fangen wir erstmal an, hier jetzt ein bisschen rein zu pusten. Auf geht's, ab geht die wilde Fahrt. Der tatternde Tweaker darf loslegen. Weg mit dem magischen Schutz. Erstmal Nahkampfangriff geblockt. Stierschädel plus 5 Vitalität. Wir stampfen erstmal auf. Jawohl. Das sind Buffs, die die Welt braucht. Macht durch Tod. So, dann ist die jammernde Jessie dran. Du buffst dich auch erstmal. So ist es. So, Fayette, du gehst in eine Terra-Bombardement-Haltung. Mehr laut. Schön, das ging großartig daneben oder wurde geschützt. Ah, die Kampfhaltung ist nicht so schlimm. Das mag ich nicht, was der so macht. Okay, was hat er denn vor? Okay, er haut einfach mal komplett rein. Das finde ich super. Komm, wir pusten da noch einmal durch. Hat er auch seinen magischen Schutz verloren. Halleluja. So, der Herzdorn geht auf. Wen? Der neigt dazu, gerne zu explodieren. Der da ist aber auch ziemlich anstrengend. Wir greifen trotzdem erstmal dich hier an. Das war nett. So, du kannst die Kanonenkugel, wird sich dann wieder ein Feld zurückbewegen. So ein bisschen Mathe machen. Und tschüss. Lecker Eingeweihte, sagt Fayette. So ist das. Entferne ihn. Gar nicht erst riskieren, dass er nochmal dran ist. Ups, jawohl. Ja, das läuft gerade gut und das ist halt eine echt mistige Attacke. Jeder Angriff gegen dieses Ziel ist ein kritischer Treffer. Böse. Ja. Brenne. Du weißt, was du zu tun hast. Regenwasser ausgeschaltet. Naja. Der Tod Ja, das hat nimmt das gereicht. Seine.
kann sich wirklich gut schützen, der Kerl. Vergangenheitsform. Konnte sich gut schützen. Euer Leid ist beendet. Doch das ist nett. Knechtschaft hat gerade erst begonnen. Der Satz galt im Suaron. Okay. Wir sind einsatzbereit. Fürs Grand Finale. Ich lasse jetzt mal. Ich steck die mal jetzt nicht da in die Kammer rein. Ich hoffe, dass sie wirklich geheilt werden oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob es geht. Ja, dann hauen wir mal die magische Rüstung bei dir noch weiter hoch. Ansonsten geht eigentlich nichts, ne? Nee. Mit wem gehen wir denn da am Schluss rein? Ich denke mal, die dürfen es machen. Aber was bauen wir jetzt denn noch? Große Frage. Komponenten haben wir eigentlich zurzeit genug. Könnten die Arena nochmal verbessern. Hier war Mana. Zorn finde ich halt stark. Ja, da brauche ich einen Kopfjäger, den habe ich aber nicht. Ja, das brauche ich jetzt erst recht nicht. Und da unten, da finden wir auch echt gar nichts zur Zeit. Aber so Artefakte zu finden, die könnten halt schon echt gut sein. Aber hier wäre es auf jeden Fall XP, ne? Ja, ich denke, wir machen die Arena. Wir machen die Arena. Oh, ein Entwurf aus meiner Jugend. Wir wollen es nicht genau wissen. Aber danke für das Kopfkino. Ich muss es ja andersrum machen. So rum. Und rein da. So, ich sollte es halt auch einfach mal nutzen, ne? Dieses Ding. Ich muss es ja genauso da rein tun, zum Kämpfen üben. Wie in der Heilstation, komplett vergessen. Aber gut, besser spät als nie. So. Ich weiß nicht genau, wie der letzte Kampf da abläuft. Natürlich würde ich gerne die Hochgelevelten dann nehmen, aber nicht, dass dann. Ich glaube nicht, dass da nochmal irgendwelche Verstärkungen reinkommen zusätzlich. Deswegen sollte. Aber ich finde, er muss mal ein bisschen trainieren hier. Lepra Lehman, der muss auf jeden Fall ein bisschen was tun. Und der Tatan der Tweaker kriegt auch mal ein bisschen Training noch. So. In die Heilstation mache ich nie mehr Dollar, komm mal einen Heilbrunnen. Ich hoffe, dass er funktioniert. Ich war noch nie in einem Heilbrunnen. Wir werden es gleich sehen. Also, auf geht's. Alle deine Lakaien halten die Vitalität zurück. Ja, dann war das schon mal die richtige Entscheidung. Das ist gut. Und das hat auch nicht das hier beeinflusst. Nein, hat es nicht. So, dann kommen wir jetzt zum Boss. Irgendwas Besonderes? Zumindest bis auf den Boss nichts. Sieht mir nach einem Vampir aus. Mal gespannt. Könnte spannend werden. Was ist denn mit meiner Überwachung passiert? Die ist einfach ausgegangen. Das ist gut. Okay. Wir fragen uns einfach nicht, warum das so ist, aber es ist so. Auf geht's zum Boss. Spannung! Was kann schon schief gehen?
Die Fürstin ist keine gewöhnliche Sklaventreiberin. Einst war sie die verwöhnte rebellische Tochter eines berühmten Adligen. Sie liebte es, Arme und Schwache für ihre grausamen Spiele zu missbrauchen, bis sie eines Tages so weit über die Stränge schlug, dass nicht einmal ihr Vater sie noch retten konnte. Verurteilt zur Arbeit in der Mine, stieg sie schnell zur Kerkermeisterin auf und machte sich glänzend. Sie hatte endlich ihre Bestimmung gefunden. Jetzt steht ihr nur noch ein gewisser Nekromant im Weg. Auf ins Gefecht. Großartig. Die Fürstin. Okay. Wir wissen nicht, was sie kann. Bei denen, wo wir Humikron-Einträge bekommen haben, sehen wir natürlich die Fähigkeiten, um uns da besser auf den Gegner einzustellen, wenn wir das denn möchten. So. Was hat sie da unten? Eigenschaft flieht nicht. Okay, das verstehe ich, dass du nicht fliehen willst. Das ist ein viel zu cooler Kampf. So, jetzt können wir aber mal für so einen Boss was ausgeben. Also sie ersetzt sozusagen so eine Art Kerkermeister. Nur in so einer Bossstufe. Am besten wäre es, sie bis zum Schluss stehen zu lassen. So, wir setzen diesen Trank schon mal ein. Der hat nämlich ordentlich reingezwiebelt. So. Und dann hätte ich gesagt, doch, wir nehmen die Falle wieder. Spürst du den Schauer, der dir den Rücken herunter? Und dann setzen wir den präzisen Hieb hier an. Dann hat er schon mal ordentlich Trefferpunkte verloren. Okay, sie bufft ihn und rückt vor. Glück, Präzision, bewirkter Schaden wird um 30% erhöht. Okay. Dann ruf mal zum Kriegsmarsch auf. Flinks, sehr schön. So. Fayette, rubbel du mal deine Kanone. So, und du buffst dich erstmal entspannt. Nein. Nein und Treffer. Da ist mein Blocken weg. Okay. Wir gehen weiter auf den. Reicht noch nicht. 50 Magier Schaden. Da könnte es mit, ja, mit dem Crit reicht's. Wenn nicht den Zornschuss abfeuern. Ich weiß nicht, was ich aus der Position raus kann. Das ist das Ärgerliche. Oder schieße ich einfach nur. Ja, wir schießen erstmal so nur. Oh, 40 Schaden, das war gut. Oh, das war absolut unschön gerade. Das ist absolut unschön gerade. Fayette, das sieht nicht gut für dich aus. Ah, jetzt ist er darüber gerutscht, das ist schlecht. So, das muss einfach jetzt sein. Einfach mal einen Boss debuffen. Wenn ich die Tränke schon habe, dann sollte ich es auch nutzen. Du hast noch 44 Leben.
Er hatte den magischen Schutz. Ich bin so doof. Ich muss ihn schützen. Haha. Ja, der hätte nicht mehr sein müssen dürfen. Ich muss Trefferpunkte heilen. Hätte der nicht umleiten müssen? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Bin ich wirklich? Langsam hässlich. Richtig hässlich. Der hätte jetzt auch sterben können, oder? Boah! War mal einer von euch. Jetzt langsam immer knapper. Sehr gut. Mehr Material. Das wird echt knapp. Oh. Wenn das so weitergeht, wird diese Welt schneller gesäubert als erwartet. Das war eine Nullerei. Ja, das ist doch schön. Hätte ich vielleicht auch meine Gegenstände einsetzen müssen. Nicht nett. Ja. Unschön. Dann. Achso, das geht ja anders. Muss ja erstmal gucken. Knochen, was haben wir da als Material? Nix. Fleisch, irgendwas Besonderes noch da? Jo. Richtig gut ist sogar. Was für Arten von Lumpen haben wir denn da? Standardlumpen, ne? Und Knochen auch Standard. Ihr werdet mir ihre Köpfe bringen, ihre Herzen und alles andere ebenfalls. So, du hast jetzt dieser besseren Materialien gleich bessere Werte. Das finde ich gut. Einmal, zweimal. Dann, was will ich noch für dich haben? Ich will auf jeden Fall sowas für dich haben. Mehr Präzension. Nochmal mehr Schaden. Von mir aus noch ein bisschen angreifen. Das ist schon mal gut. Dann kriegst du wieder diesen lustigen Kiefer. Dann übertreiben machst du da mit dem Heilen auch, das ist auch ganz cool. So. Wo finde ich die Gehirne? Bei Gehirn, ja. So. Meine Feinde erwartet eine unschöne Überraschung.
Ja, ich will lieber zwei Ziele treffen können, deswegen machen wir das wieder so. Das hat mir nicht so gut gefallen. Gib dem bitte magischen Schutz noch. Er braucht es. Angriff zu erhöhen kostet. Ja, dann hier mal die Initiative. Hier drüben stehen übrigens die Kosten auf der Seite. Just saying. Und sei genauer. Ja, ist schon der vierte her. Nicht nett. Ich guck mal hier aus dem Training raus. Schwund mit immer, ein bisschen ist immer, ja, das ist schon. Aber Malte hat es wirklich gut getroffen mit mir. Oh. So ein bisschen Ärger hat er. Aber okay. So. Jesse, leveln. Leveln ist wichtig. Leveln macht Spaß. Mehr Schaden. Ja. Auch wenn die Kosten extrem hoch waren, aber mehr Schaden als Fernkämpferin. Wenn sie schießt und trifft, dann soll es auch wenigstens zwiebeln. Ja. Ab auf die Intensiv. Du brauchst das jetzt. Eine besondere Behandlung. Beinahe hätte ich einen guten Satz gebildet. So, was machen wir mit dir denn, Flinks? Mehr Damage halt, ne? Ja. Das passt. So leid getan, aber ich kann es nicht ändern. So, für den ausgewählten Lakaien. Ich brauche eine gute Rüstung. Ja, hier. Ich brauche gute Waffen. Ein gutes Blut hätte ich gerne, aber Fleisch habe ich nur noch einfaches da. Egal. Fayette, komm zurück, mein Freund. Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Ja, ist okay. So. Es ist schön, meines Plakai zu sein. Der faltige Fayette, der Zweite. Wie schön. Oh ja. Er freut sich, wieder hier zu sein. So, Gehirn. Was habe ich denn noch für dich? Immerhin Stufe 6 Gehirn. Ah, nein, wir machen das erstmal anders. Nicht, dass ich hier wieder verkacke. Ja, nämlich, du darfst hier ein bisschen was machen. Mehr Schaden, bitte. Ja, das wollen wir haben. Treff genauer, bitte. Sei früher dran. Und jetzt machen wir das hier noch. Treffgenauer. Und mehr Schaden. Falsch rum gesagt. Das Ausweichen bringt halt nicht so viel. Früher dran scheinen schon. Jetzt haben wir noch zwei Pünktchen frei. Damit gehen wir einmal darauf. Und dann erhöhen wir mal den Glückswert. So, das hier hatte ich gemacht. Auf was? Ich erwarte gute Ergebnisse. Ja. Magischen Schutz Zurück in die Schlacht ignorieren. mit dir. Finde ich besser. Okay. Blut. Den Skin wollten wir hier auswählen. Okay. Madame ist auf der Intensiv, okay.
Was soll meine Hauptgruppe sein? Trainingslager. Drei Pünktchen haben wir für dich, okay. Kriegt man ein bisschen mehr Furcht. Hat man ein bisschen mehr Glück. Gut. Lebrali, Mann, was mache ich mit dir, sprich? Mehr Trefferpunkte. Und das kann noch wichtig werden, der Typ hier. Deswegen will ich ihn auch ein bisschen weiter trainieren. Ist so. Und du auch. Okidoki. Was gibt es noch in der Erschaffung? Könnten wir mal... Ich glaube, es ist Zeit, noch einen weiteren Lakaien zu erschaffen. Der Suarun, der macht so fleißig mit. Eine Mumie würde doch ganz gut zum Suarun passen. Okay, der macht Fluchangriff. Okay, auf die vordere Reihe. Okay, wenn er hinten steht. Für bewirkt 100 Sponsoring. Ja, gut, gut verpackt ist nicht erfroren. Das ist richtig. Ja, richtig, Mann. Der Stressangriff und da steht er für einen Debuff zum Verbünden. Für jeden fänden die bei Heller Mumie 8 Vitalität, ist auch nicht schlecht. Das sind die Zornsachen. Wieder Fluch, wieder Stress. Warum auch nicht? Ich habe nur keine gute Qualität für dich. Ich muss dich mit Standardsachen befüllen. Aber erschaffen dich mal. Es wird Zeit, eine Mumie zu besitzen. Es ist leichter, Unglück über meine Feinde zu bringen, als mir selbst das Glück gewogen zu machen. So, das ist schön schon mal, das Design. Okay, das mit dem Grün. Hast du irgendeinen Wunsch? Das ist die Cobra. Oh, mit dem Blau, okay. Blau oder Grün. Mach ich schon mit dir. Aber das passt zu unserem Stil ganz gut hier mit dem Grün. Mach mal so. So, jetzt brauchst du erstmal noch sowas wie einen Verstand. Mit so einer Stufe 1 kommst du hier nicht mehr weit. Hier, komm. Nimm mal ein Stufe 6 Gehirn, damit aus dir noch was wird, Bub. So, wenn, dann mache ich diesen Damage erstmal mit ihm. Physischer Angriff aus den hinteren Reihen. So. Mehr Schaden. Ne, es bleibt gleich, ne? Ja. Das Ziel verliert für 2 Runden, minus 20 Glück. Und das ist bis zum Gefechtsende aber 10 und das macht mir, ja. Ich erwarte gute Ergebnisse. Einen flinken Griff vom Suarun. Das ist schon mal gut. Was erweitern wir noch bei dir? Das Heilen, das finde ich ja eigentlich ganz gut. Die Buffs weg und sich selbst heilen halt. Da kriegt er mehr Lebenspunkte und mehr heilen. Für jeden entfernten befreit alle Feinde von sämtlichen Buffs. Und das sind die Debuffs, okay, für eine Mumie 4 Vitalität. Befreit alle Feinde von sämtlichen Buffs. Für jeden entfernten Buff erhält die Mumie... Das ist besser, die Buffs wegzunehmen. Ja. Und dadurch kriegt sie dann nochmal mehr Schaden. Könnte noch eine witzige Einheit werden, meiner Meinung nach. So, jetzt können wir dir einen Haufen Werte geben. So, mach erstmal mehr Schaden. Mach noch mehr Schaden. Halt länger durch. Ausdauer, sehr wichtig.
Ja, treffen ein bisschen besser. 3 Punkte haben wir noch. Bisschen mehr Glück haben, ist ja nicht verkehrt. Ein bisschen früher dran zu sein, auch nicht. Okay. Kurzer Blick auf die Karte und wir sind in einem neuen Raum, okay. Bis wir zum Boss kommen, wird es noch eine Weile dauern. Ah. Ausgang, der Weg nach draußen. Dann sind wir schon mal aus der Mine draußen und kommen dann in den Zwergentunnel. Dann gibt es die Söldnerkaserne, dann kommen die Katakomben, dann kommt die Kathedrale, dann kommt das Gräberfeld, was auch immer das bedeuten soll. Aber wir kommen auf jeden Fall aus der Mine raus. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal, würde ich einfach mal behaupten. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu liken, Kanal zu abonnieren. Und ich bin mal sehr gespannt, wie auf YouTube das Ganze ankommt weiterhin. Ich hoffe, ihr habt noch Bock drauf, habt noch Ideen und Vorschläge. Aber wie ihr seht, ne, wer mitmacht, der wird zu meinem Lakai. Da kenne ich nichts. Da bin ich recht flott drin. Ja. Doch, es sind einige aus der Community auch da schon dabei. Also Fayette hat schon mitgemacht, Flinks hat stark mitgemacht. Suaron, klar. Wieso heißt er noch Mumie? Das geht doch gar nicht. Das ist doch der schimmelnde Suaron. Nicht, dass ich mal Sauron schreibe versehentlich. Der schimmelnde Suaron, da haben wir ihn doch. Muss er auch benennen, ne? Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Der schimmelnde Suaron, da haben wir ihn. Mudriger Mobby, Brechner Brace, ja. Doch, da waren einige dabei. Yay, sagst du? Ja, mehr kann ich nicht bieten. Mehr kann ich nicht bieten. Immerhin. Ich bin mal gespannt, wann und wie und ob ich die Mumie einsetze. Ich denke schon, also... Es muss ja so sein. Auf jeden Fall vor dem ehemaligen Elf hier, der Pustelpanda, der ist erstmal hier auf der Ersatzbank. Ich will das gerne ausprobieren. Was soll schon schief gehen, wenn ich ihn dann in die nächste Ebene komme mit einem Charakter, den ich nicht gut kenne und so. Nix. Gut, Dester zum Beispiel kann man auch einfach, ne, sagen, direkt ein neues Gehirn reinsetzen, ne, damit der da mal ein bisschen mithalten kann. Aber ich will die jetzt nicht einfach wasten. Wenn ich eine Gruppe habe, die schon gut ist, dann ist die halt einfach gut. Das ist auch echt eine Überlegung, mal zu sagen, okay, wir gehen halt auf Stressschaden irgendwie, ne? Aber nicht für dieses Mal. Oh, in der Zerstörung dürfte ich ein bisschen was machen, ne? Da war, glaube ich, auch noch ein Zauber, den ich ganz geil fand. Ja. I'm not sure. Das haben wir ja schon. Ja, so mega finde ich das nicht. Das wäre eine gute Sache, weil wir haben echt oft, dass die in Flammen stehen. Ja. Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Ich auch nicht. Das wird großartig. Das wird wirklich großartig. Ganz, ganz toll. Wir müssen aber mal kurz unsere Artefakte durchschauen. Ja, den Ring kann ich nämlich einfach nehmen. 25% Chance, dass Eratus einen Trank beim Einsatz nicht verbraucht. Die Sterblichen werden nun vor mir erzittern. Also noch mehr als ohnehin schon. Ja, da muss ich echt mal gucken. Da muss ich echt mal gucken, wann ich welche. Da muss ich mich auch dran gewöhnen, mir auch diese Sache mal dann auszurüsten. Tränke? Muss ich ja irgendwas herstellen? Weiß ich noch nicht. Vertage ich erstmal. Okay, jetzt gilt's aber. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich war wieder krumm und bucklig da gesessen. Ja, so kenne ich mich. Ich muss mich mal durchstrecken, da hast du recht. Ciao, ciao.